Das Spiel ist eher durch Zufall in meine Sammlung gestoßen. Es war Teil der Konsolenkost Wundertüte. Daher hatte ich beim Anspielen echt nicht viel erwartet, aber ich wurde dann doch sehr positiv überrascht. Das Spiel sieht fantastisch aus. Lasst uns also zusammen mal reinschauen, ob sich dieser Ersteindruck bestätigt. Was taugt TG Rally 2 für den Game Boy Color heute noch? Das Spiel wurde von Vision Works entwickelt und von Kemco bei uns im Jahr 2000 veröffentlicht. Außerhalb von Europa heißt das Spiel leicht anders: Top Gear Pocket 2. Wie der Titel es schon andeutet, gehört es zur Top Gear Spieleserie, die gefühlt etliche Rennspiele fabriziert hat. Das Spiel ist natürlich ein Rennspiel, genauer gesagt ein Rallye-Rennspiel, wobei der Fokus eher auf ein Arcading-Spielgefühl liegt, als auf einer möglichst genauen Simulation des Rennsportes. Das will aber nicht heißen, dass ihr nicht an den Autos rumschrauben dürft, aber fangen wir von vorne an. Wenn ihr das Spiel startet, begrüßt euch erst einmal zwei verschiedene Spielmodi. In der Quick-Arcade könnt ihr einzelne Rennen bestreiten. Zuerst wählt ihr den Modus. Alleine gegen den Computer, gegen einen menschlichen Mitspieler oder alleine gegen die Zeit. Danach sucht ihr euch eine Strecke aus, wählt bei den Wetterbedingungen aus Sonne, Regen, Schnee oder Nacht aus. Diese haben natürlich einen gewissen Einfluss auf das Fahrverhalten, wirken sich aber nicht allzu dramatisch aus. Außerdem wählt ihr noch euer Auto aus verschiedenen Modellen aus und ob ihr automatisch oder die manuelle Gangschaltung bevorzugt. Die Autos sind dabei realen Vorbildern der Zeit nachempfunden und ein gewisser Erkennungswert ist auf jeden Fall gegeben. Der andere große Modus ist der Championship-Modus. Hier fahrt ihr, naja, eine Meisterschaft, also verschiedene Strecken gegen Gegner. Wenn ihr eine bestimmte Platzierung erreicht habt, bekommt ihr Punkte, die ihr dann in das Tune eures Boliden investieren könnt oder gleich ein ganz neues Auto kaufen könnt. So viel also zu den Optionen. Aber kommen wir zu dem Wichtigsten. Wie steuern sich die Rennen? Und hier punktet das Spiel richtig. Die Rennen fühlen sich fantastisch an. Das Geschwindigkeitsgefühl wird super rübergebracht und das Handling vergibt das eine oder andere Verziehen des virtuellen Lenkrades. Auch die Gegner sind nicht nur schnöde Ziele. Die behindern euch aktiv beim Überholen und müssen ausgetrickst werden. Das kann natürlich schon einmal nervig werden, verleiht den Rennen aber durchaus eine gewisse Würze. Ich habe auf jeden Fall auf den Game Boy noch kein besseres Rennspiel in die Finger bekommen, welches besser umgesetzt wäre. Auch der Umfang des Spiels passt, da es hier so einige Spielmodi gibt und man durch die verschiedenen Wetterbedingungen die bekannten Strecken noch etwas abändern kann. Hier wird spitze Gameplay geboten. Die Grafik sieht einfach nur fantastisch aus. Das Spielgefühl kommt sehr gut rüber und die Wettereffekte sind dezent, aber passend umgesetzt. Auch bei den Autos kann man gut das reale Vorbild erkennen und das ist gar nicht so einfach mit diesen wenigen Pixeln. Ebenso sieht es mit dem Sound aus. 19 verschiedene Musikstücke begleiten euch auf dem Weg und so ist keine Langeweile in Sicht. Nur die Effekte, naja, ist nicht so einfach mit den Gameboy-Lautsprechern den wuchtigen Motorensound hinzukriegen. Was taugt TG Rally 2 für den Game Boy Color also heute noch? Es ist ein fantastisches Rennspiel für den kleinen Handheld. Da wird es schwer für andere Rennspiele dieser Art vorbeizuziehen. Uneingeschränkte Empfehlung von meiner Seite aus. Das war Testo TG Rally 2 für den Game Boy Color. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.